Das ist wohl so eine Art Lagerraum. Ein Schlüsselbund. Zwei Armbrüste, Bolzen, Streitaxt. Okay. Schloss knacken. Fünf Hosen, fünf Hemden, fünf Roben, fünf Wintermäntel, fünf Waffenröcke. Wir sollen also zeremonielle Kleidung finden. Und wir haben jetzt vier verschiedene Oberteile zur Auswahl. Und keine Schuhe. Wir gucken erstmal weiter. Hier kamen wir her. Können wir die Wand vielleicht irgendwie... Ist da irgendwas, Gwendolyn? Schau mal genau hin. Nö, anscheinend nicht. Da waren wir schon, da waren wir schon. Und das sieht doch aus, wie der Schacht, der nach ganz oben führt. An dieser Stelle war früher wohl ein Durchgang, der jetzt allerdings zugemauert ist. Ihr schaut euch das betreffende Wandstück genauer an und klopft auch probeweise ein paar Mal dagegen. Hier wurde ganze Arbeit geleistet. Das Wandstück ist mehr als massiv und mit euren Mitteln habt ihr keine Chance, hier durchzukommen. Ha. Also haben wir jetzt die Kiste mit Klamotten, eine Sackgasse. Was haben wir hier? Und eine Kiste mit Waffen und Kraftgürteln. Das sieht nach einer Sackgasse aus. Gucken wir nochmal im Raum mit den Kisten. Da war ja noch eine Ecke, beziehungsweise zwei Ecken, die einfach nur leer zu sein. Ah. Gwendolyn beginnt plötzlich im Schutt herumzufingern und legt nach kurzer Zeit eine Steinplatte mit zwei rostigen Eisengriffen frei. Wollt ihr die Platte beiseite heben? Ja. Die Platte ist sehr schwer, aber schließlich gelingt es Gwendolyn und Gerogon, sie beiseite zu schieben. Darunter befindet sich eine kleine Grube mit etwa einem Schritt Tiefe. Auf dem Boden liegt eine Schatulle. Wollt ihr die Schatulle bergen? Ja. Gwendolyn hängt sich in die Grube, wobei Gerogon sie an den Beinen festhält. Als sie an den Grubenwand stößt, schnellen plötzlich zwei Steinblöcke aus den Seitenwänden und klemmen ihre Arme ein. Unter starken Schmerzen gelingt es ihr, die Arme wieder zu befreien, aber selbst mit größter Kraftanstrengung lassen sich die Blöcke nicht mehr zurückbewegen. Die Schatulle muss wohl bleiben, wo sie ist. Zwerge! Und Myrum hat die letzte Ration gegessen und alle werden hungrig. Ja, das hatte ich mir so nicht vorgestellt. Wir würden eigentlich gerne weiter. Schlüsselbund. Da werden keine Schlüssel dran sein. Armbrust, Bolzen, Streitaxt. Hosenhemden, Roben, Wintermäntel, Waffenröcke. Das hilft uns alles nicht. Karte. Da ist die Sackgasse. Da ist diese komische andere Sackgasse und da ist noch eine Truhe. Nö. Hier muss irgendwo irgendwas sein. Klick, klick, klick. Gucken wir uns mal die Steine genauer an. Nö. Laufen wir die Wände alle nochmal ab und hoffen, dass Gwendolyn irgendwas findet. Sonst müssten wir wieder hoch, aber oben war nichts. Hier sind die Kisten. Die Schatulle können wir auch nicht nochmal versuchen zu bergen, weil die Steinblöcke im Weg sind. Geheimwände sind hier anscheinend auch keine. Direkt mit deiner Zwergennase. Du findest da doch bestimmt irgendwas. Klopfen dagegen, finden nichts, was wir machen könnten. Haben wir oben noch irgendwas? Also wir könnten das Rad wieder drehen, aber das wird nichts machen. Außer das ganze Gebiet hier zu fluten, weil jetzt die Luken frei sind. Na gut, hilft nichts. Gucken wir mal kurz nach oben. Ob uns da vielleicht irgendwas einfällt. Mir ist gerade was eingefallen.
Wir haben doch gerade rote Münzen gefunden. Oder wir hatten vor kurzem rote Münzen gefunden. Da. Und das Steinamulett. Du trag mal das Steinamulett. Also erste Idee, die ich jetzt habe, wir gehen mit dem Steinamulett und Gwendolyn voraus, zurück, vor diese Mauer, wo ganze Arbeit geleistet wurde. Ich würde es den Zwergen zutrauen, dass wenn man da das richtige Wort sagt oder was auch immer, man dann trotzdem durchkommt und hier irgendwas aufspringt. Nö. Okay, nächste Idee. Wir laufen jetzt zurück, recht weit, sogar ziemlich weit, nach oben und werfen dann die roten Münzen bei dem riesigen Amboss. Ich hab grad noch eine Idee. Also ja, wir haben viel zu tun. Wir laufen ganz, ganz nach oben, in den Raum, wo der große Amboss war. Da war nämlich auch ein Altar. Und bei diesem Altar konnte man Münzen einwerfen. Jetzt werde ich allerdings keine Silbermünzen einwerfen, sondern diese roten Münzen, die wir gefunden haben. Wenn das denn klappt. Meine Hoffnung ist, wie ich ja schon vorher spekuliert hatte, dass wenn man genug oder jetzt anscheinend die richtigen Münzen da reinwirft, der Hammer auf den Amboss schlägt und dann irgendwas aufgeht, wo die Zwerge nach Schichtende hingehen sollen. Das könnte zum Beispiel unten dieser Gang sein, auch wenn das ganz schön weit weg ist. Aber ja, das wäre eine Möglichkeit. Die nächste Sache, die wir auch noch machen könnten, ist die Fackel anzünden und auf den Amboss drücken, wenn da eine Vertiefung ist. Das klingt auch einigermaßen sinnvoll. So, ich würde jetzt gerne... da war das, glaube ich. Ne, da war die Truhe. War hier nicht auch schon irgendwo der Schacht, wo man hochklettern konnte? Da ist die Truhe. Kohlehaufen. Komische Stange. Komm schon, ich will doch nur eine Abkürzung haben. Das da hinten ist, glaube ich, die Abkürzung gewesen. So, schon hier wie mal lang. Die ganzen eingeschütteten Gänge ignorieren. Wir wollen nicht tagelang hier unten verbringen. Schließlich ist Mürrim ja krank. Wir wollen möglichst schnell hier raus. Und wir klettern jetzt hier nach ganz oben. Und gucken, wo wir jetzt sind. Sind wir jetzt ganz oben oder nur eine Etage höher? Wir sind nur eine Etage höher. Also, hinaufsteigen. Unsere armen Helden, das muss ganz schön auf die Arme gehen. So, das sieht doch sehr gut aus. Also, wir gehen hier raus, nehmen die erste Tür links, dann wieder links. Links, rechts, links. Gut, das müsste machbar sein. Erstmal jetzt hier runter hopsen. Dann links, rechts. Und wieder links. So, jetzt gucken wir uns zuallererst, also hier könnten wir die Münzen einwerfen. Gucken wir uns aber zuallererst mal den Hammer an. So, wir wollen den Amboss untersuchen. Abgesehen von seiner enormen Größe könnt ihr den Amboss nichts Besonderes erkennen. Also kein runder Kreis als Vertiefung, wo man eine Fackel reindrücken könnte. Gut. Nächste Idee war Münzen einwerfen. Da oder da? Holen wir mal hier. Wir wollen Münzen opfern. Nicht solche Münzen. Okay, hier vielleicht. Der linke Teller ist leer. Münzen opfern. Das war's auch nicht. Das ist schade. Können wir die benutzen? Münzen rot kann man doch nicht benutzen. Drei schöne Ideen. Keine hat geklappt. Das ist nicht gut. Können wir jetzt versuchen, den Hammer zu bewegen? Nö. Kann Tirek den Hammer bewegen? Nö. Wir könnten jetzt die Fackel anzünden und draufhalten. Aber wenn wir sie jetzt einmal angezündet haben, dann wäre sie auch gleich weg. Sollten wir also nicht unbedingt riskieren. Was mit dir? Hast du inzwischen was zu sagen?
Oh, hatten wir überhaupt die Fackeln hier schon mal angezündet? Wir untersuchen nochmal kurz das Relief. Ja, sehr gute Handwerkskunst. Die Runen. Die Runen sind identisch mit denen auf dem Pergament. Okay, Fackeln entzünden. Als ihr eine der Fackeln ansteckt, lodern plötzlich die übrigen Fackeln hell auf. Ihr bemerkt, dass der matt-orange Schimmer auf den Augen des Ingram-Bildnisses entsteht, dessen Intensität beinahe zunimmt. Irgendwo aus der Tiefe ist leise ein von rasselnden Geräuschen begleitetes Rumpeln zu vernehmen. Das klingt sehr gut. Hoffen wir mal, dass es das war. Und gehen jetzt wieder den ganzen Schacht runter. Rechts, links, rechts. Hoch. Und jetzt dreimal runter. Hinabsteigen. Ja, arme Mürrim. Du bist krank und musst immer wieder Schächte hoch und runter klettern. So, einmal noch. Geht's hier noch tiefer? Ja. So, wo sind wir jetzt? Hier. Geht's hier nochmal tiefer? Hinabsteigen. Ihr klettert über die provisorische Stiege aus Eisenkrampen nach unten und erreicht einen Absatz, von dem aus ihr ein enges Loch ostwärts führt. Okay. Oh, das ist neu. Ha. Okay. Also wir müssen nicht irgendwelche Amulette vorzeigen oder Münzen opfern oder sonst irgendwas. Wir müssen einfach nur einen anderen Weg wählen. Das ist ja auch gut zu wissen. Wir hätten einfach mal die Karten übereinander legen sollen. Dann hätte man gesehen, dass der Schacht von oben genau dahin führt. Aber na gut, wir sind halt in Eile, da übersieht man sowas. Ist ja schließlich keine Expedition hier. Wir sollten ein wenig vorsichtiger auch vorgehen. Das sieht aus, als wenn es nach draußen geht. Wir wollen allerdings noch gar nicht nach draußen. Karte. Das sieht echt wie ein Ausgang aus. Na gut, wir speichern jetzt ab. Und in der nächsten Folge gucken wir noch weiter. LP 078.